unter anderem Rosenbach ist revolutionär. Und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu unserem wohligen Radioprogramm hier bei Radio Moabit 10,555. In der letzten Woche hat es geschneit und so kann man sich in diesem Jahr vielleicht auf weiße Weihnachten freuen. Haben wir ja auch nicht alle Jahre. Doch, liebe Leute, in diesem Jahr gibt es leider nicht nur Grund zur Freude, denn noch immer sollen wir vorsichtig sein, wir sollen Abstand halten und unsere Kontakte einschränken. Also, bleibt zu Hause, schützt euch und andere. Auch der Heiligabend im Tiergarten wird nicht so sein, wie wir es gerne hätten. Volle Kirchen, leuchtender Baum und alle singen gemeinsam Stille Nacht, Heilige Nacht. Im Tiergarten wird es aber stattdessen wieder einen Spaziergangsgottesdienst geben. Ihr habt alle hoffentlich schon eine Einladungskarte bekommen. Aber jetzt zu etwas ganz Besonderem. Wir können euch von einem sensationellen Fund berichten in den Archiven unseres Schwesterradios Radio Bethlehem. Es handelt sich um alte Tontafeln mit den Aufzeichnungen eines Gesprächs mit einem nahezu Augenzeugen rund um die Ereignisse der Heiligen Nacht. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Emanuel aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da hieß Bethlehem, darum, dass er von dort war, auf dass er sich schätzen ließe mit Josef, seinem alten Freunde, den er abholen wollte. Tut mir leid und schönen Tag noch und gute Reise. Was, Des? Gestern schon aufgebrochen? Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Das war aber eine nette Nachbarin. Schade nur, ich habe jetzt meinen Freund Josef gerade verpasst. Dabei wäre ich doch so gerne ein Stück mit ihm des Weges gegangen. Ja, er hat sich halt schon gestern auf den Weg in unsere Geburtsstadt gemacht. Leider haben wir uns ja ein bisschen aus den Augen verloren. Da dachte ich, diese Schätzung kommt gerade zur rechten Zeit, dass Josef und ich halt mal wieder gemeinsam den Weg in die Heimat antreten. Zu zweit ist es sicherer und eben auch kurzweiliger. Und wir beide haben uns bestimmt eine Menge zu erzählen. Aber Moment mal, was hat die Nachbarin gesagt? Josef ist mit seiner Frau aufgebrochen? Und die erwartet ein Kind? Seit wann ist Josef denn verheiratet? Und wieso weiß ich nichts davon? Oh weh, das wird bestimmt eine beschwerliche Reise für die beiden und schnell kommen die sicherlich auch nicht voran. Wenn die gestern losgegangen sind, na, dann können die doch gar nicht so weit sein. Vielleicht kann ich sie ja sogar noch einholen. Schnell, Emanuel, du musst jetzt los. Warum stehst du hier rum und träumst? Als erstes brauchst du einen Esel. Hoffentlich gibt's noch welche, wenn jetzt jeder unterwegs ist. Guten Tag, ist denn noch ein braves Tierchen zu haben, jetzt wo alle Welt unterwegs ist? Wo soll die Reise denn hingehen? Nach Bethlehem. Ach, da haben schon viele gefragt. Gerade gestern hatte ich ein Pärchen. Ja, und das ich... Na, ich hoffe, sie schaffen es noch an ihr Ziel. Wenn du mich fragst,
Dann war die Frau kurz vor der Niederkunft. Das kann nicht mehr lange dauern, bis sie ihr Kind kriegt. Und dann auf einem Esel. Wenn du verstehst, was ich meine. Auf einem Esel? Gott, die Arme. Wann genau sind die denn aufgebrochen? Na, gestern, in aller Früh. Dann gib mir deinen schnellsten Esel, dass ich sie einholen kann. Ah, daher weht der Wind. Dann bist du wohl der richtige Vater? Was? Ich soll... Warum soll ich der richtige Vater sein? Na, weil die Frau sagte, dass der Mann bei ihr nicht der Vater ist. Sie sagte, sie hätte das Kind von Gott. Wer's glaubt? Wie soll das denn gehen? Wenn du mich fragst, dann ist das Blag von einem anderen. Das wird ja immer schöner. Jetzt gib mir schnell dein Esel, dass ich sie einholen kann. Was macht es? 10 Sestersen pro Tag. 10? Das ist doch Wucher. Du kannst gern bei meinen Kollegen fragen, aber ich bezweifle, dass sie dir noch ein Angebot machen. Ja, schon gut. Gib jetzt her, dass ich endlich rauskomme. Oh, das war ein richtiger Geschäftsmann. Der weiß genau, wie man aus anderer Leute Not Profit schlägt. Ob ein braves Tüchchen hat er mir gegeben. So kann ich die beiden vielleicht entlasten, wenn ich sie einhole. Ah, da vorne geht's schon raus aus Nazareth. Hoffentlich dauert die Kontrolle nicht wieder so lang. Die Papiere bitte. Platz da, ich hab's eilig. Immer mit der Ruhe. Da könnt ja sonst jeder kommen. Es geht um Leben und Tod. Ich weiß, darum geht es im Leben immer. Die Frau von meinem besten Freund ist kurz vor der Niederkunft. Die braucht mich jetzt. Ich bin Arzt. Ach, Arzt bist du? Kannst du da nicht mal eben nach meine Frau sehen? Die hat seit 3 Tagen nichts gegessen. Ruf die Kollegen, ich muss jetzt wirklich weiter, sonst komme ich noch zu spät. Zu Josef und seiner Frau. Ach, meinst du die beiden, die gestern hier vorbeigekommen sind? So ein Kleiner mit brauner Haare? Und sie so eine ganz hübsche. Bist sie nur eine breite Jan? Mit so eine Kugel vorne dran. Ja, das werden die wohl gewesen sein. Die kennst du? Die wollten meinen ganz schönen Bären aufbinden. Sie hat das Kind von Jott. Ha, was für ein Quatsch. Na, der echte Vater von dem Kind, der wird sich noch wundern. Na, dann mach mal, dass du loskommst. Aber wenn du mir fragst, da ist nichts mehr zu retten. So, los jetzt hier. Der nächste bitte. So ein Quatschkopf, aber so... Also langsam wird es mir unheimlich. Was ist es denn bloß für eine Geschichte von meinem Freund Josef? Der reist mit seiner hochschwangeren Frau, aber ist nicht der Vater, sondern der Allmächtige? Das geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Und was ich außerdem nicht verstehe, warum nimmt Josef diese Frau mit, wenn er nicht der Vater ist? Warum reist er nicht allein und lässt die Frau in Ruhe ihr Kind kriegen? Warum will er sie trotzdem unbedingt bei sich haben? Und wie kann überhaupt Gott im Himmel, soll der Vater sein, wie soll das überhaupt funktionieren? Klar, er ist irgendwie ja auch unser Vater, aber eher ja so im übertragenen Sinn, nicht in echt. Und dann kriegt so eine normale Frau mit ihm ein Kind? Was wird es dann wohl für eins? Halb Mensch, halb Gott und was kriegt es überhaupt für Nachnamen? Jetzt bin ich noch neugieriger geworden. Ich muss die beiden so schnell wie möglich einholen. Sonst erfahre ich die Geschichte ja nie. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen und lässt uns alle das Wunder hier sehen, dass da geschehen, was niemand gedacht. Stern über Bethlehem in dieser Nacht. Ah, da vorne ist ja schon Bethlehem. Hoffentlich habe ich hier Glück. Alle, die ich unterwegs getroffen habe, konnten mir ja nichts Genaueres sagen. Kann sein, dass sie es waren, kann sein, dass sie hier waren, sind schon weg, gerade aufgebrochen, können dir nicht helfen. Immer gerade knapp verpasst habe ich die beiden. Aber hier in Bethlehem, hier muss doch was über Josef zu erfahren sein. Das ist ja auch das Ziel seiner Reise. Genauso wie meins. In seiner und in meiner Geburtsstadt. Da müssen wir uns beide melden. Ich werde mal hier in den Herbergen nachfragen. Schließlich müssen die ja irgendwo untergekommen sein.
Ey, so schwer habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Alle Gastwirte können sich an sie erinnern, aber keiner konnte die beiden aufnehmen. Alles belegt. Ja, zumindest weiß ich jetzt, dass das Kind noch nicht da ist. Aber was werden sie jetzt tun? Wo wollen sie denn hin, wenn das Kind auf die Welt kommt? Naja, jetzt bloß nicht den Mut verlieren. Der Herrgott wird sie schon irgendwie behüten. Und vor allem, wenn es sein Kind ist. Was höre ich denn da? Da kommen einfach Hirten in die Stadt und rufen, dass der Heiland geboren ist in einer Krippe? Das kann ich nicht glauben. Hey, du da! Ja, genau du, ja. Was erzählst du da? Was, ein Kind ist geboren? Wo denn überhaupt? Und wo soll das Kind sein? Ja, da! Oh, ich muss es sehen. Willst du es auch anbeten? Du brauchst dich nicht zu fürchten. Die Engel haben zu uns gesprochen und sie haben gesagt, dass uns heute der Heiland geboren ist. Ja, guck mal, siehst du da oben den Stern, der so stark leuchtet? Er zeigt uns den Weg zur Krippe und auch dir. Zur Krippe? Ich denke, das Kind ist gerade erst geboren worden. Wieso ist es denn jetzt schon im Kindergarten in der Krippengruppe? Mensch, doch nicht in der Krippengruppe, in einer Krippe, in einer Futterkrippe. Was macht das Kind in einer Futterkrippe? Ist jemand bei ihm? Aber ja, Maria und Josef sind bei ihm. Also doch, habe ich sie endlich gefunden. Dann werde ich jetzt zu ihnen gehen und mal von ihnen die ganze Geschichte aus erster Hand erzählen lassen. Und ich werde das kleine Kindlein hier auf Erden begrüßen, wer auch immer es sein mag. Lieben, so viel aus Bethlehem für heute. Was für ein toller Fund, diese Tontafeln. Und was noch so zu Weihnachten passiert ist, das könnt ihr an Heiligabend erfahren. Ab 14 Uhr gibt es dazu hier an bewährter Stelle wieder die Gelegenheit. Da werden wir die Geschichte, die rund um den Heiligabend und die Heilige Nacht passiert ist, nochmal mit anderen Personen und aus einer anderen Perspektive hören.
Euch allen noch eine gesegnete Adventszeit. Das war Radio Moabit 10,555. Und damit ihr nicht so allein gehen müsst, gibt es jetzt noch einen Segen mit auf den Weg. Segne uns, behüte uns durch deine Güte, Herr.